Hallihallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Battleblock Theater, diesmal mit der wunderhübschen Katze und Lumi. Ich dachte, du sagst jetzt wunderhübsche Lumi. Nein, aber du bist die leckere Lumi, sieht man doch eindeutig, du bist lecker. Komm her. Aber es ist sehr schön, dass du deinen eigenen Charakter als wunderhübsch beschreibst. Also, wir sind heute gar nicht eitel, ja. War ich noch nie. Juhu, ich bin als Erste gestorben. Zählt das als Leistung? Du musst mich werfen. Sicher? Ja. Okay. Wie komme ich jetzt dahin? Du musst durchspringen oder musst du runtergehen? Wird das nicht schon? Nee, aber so ähnlich. Nee, aber so ähnlich, ja. Okay, nochmal. Ups. Das war zu früh, tut mir leid. Ich habe das Timing nicht so drauf wie du. Aber ich muss da rechts laufen dann. Ja. Glaube ich. Aber nicht. Ja, du musst runter? Kann ich nicht. Du musst kommen. Kann ich nicht. Genau. So, so musst du, glaube ich, irgendwie dahin. Und danach, okay. Da ist der Knopf. Der nächste. Oh oh. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Hat geschafft. Jawohl. Das wird ein tricky Timing. Müsste ich werfen? Ja. Oder so. Bist du sicher? Aber, ja. Nein! Nein! Ich muss noch. Nee, das ist. Lass das mit dem Werfen mal. Au! Nicht die hübsche Katze werfen! Bisher dürfen wir die Katzen nicht werfen. Oder doch rüberrennen. Anscheinend. Rüberrennen. Nochmal mal rüberrennen. Nein, rennen. Okay, also haben wir das. Also den haben wir schon mal. Müssen nur irgendwie hochkommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Kannst du nicht hochspringen, weil das... Ah doch, jetzt. Ja, aber das ist irgendwie... Willst du auch mal probieren? Die Katzen können nicht schwimmen! Sorry. Ja, aber dafür können sie gut springen. Jawohl! So, und jetzt? Achso, jetzt muss ich das auch noch machen. Ich denk schon. Das geht auch ohne dich. Du kannst auch weitergehen, bis ich sterbe und zu dir komme. Ich reiche dir die Hand, um dir zu helfen. Das ist sehr liebenswert von dir, aber... So geht's auch. Hier geht's aber auch irgendwie. Irgendwie geht's noch ein Teleporter, um hier wieder rauszukommen. Okay, da geht's nicht durch. Müssen wir mal testen. Da kommen wir später nochmal zurück. Also wahrscheinlich brauchen wir ihn vorher nicht. Okay, da hinten ist zumindest nochmal einer. Ah, da ist der Teleporter. Verdammt! Da hier oben brauche ich dann wieder deine Hilfe zum Werfen. Oh, wir müssen irgendwie da links rüber. Aber hier oben sind noch Sachen zum Einsammeln hier. Ja, aber hier links unten auch. Aber hier oben gibt es nur einen Weg. Ach so. Ja, okay, das klingt irgendwie plausibel. Werfen. Weißt du mich? Ja, aber ich glaube, wir müssen auf das Ding drauf. Ach so. Weil sonst fliegst du genau da. Merci. Not. Wollt ihr nur den Hinweis geben, dass wir da drauf müssen? Ja. Sehr schön, funktioniert. Sehr gut. Nein! Nein. Ich bin durch! Das ist sehr gut. Ich weiß nicht wie, aber ich bin durch. Man muss auch nicht immer wissen, wie man etwas gemacht hat, ob das hat funktioniert. So. Ja, genau. Ich bin auch da. Und ich wusste sogar wie. Ich bin nur zufällig, glaube ich, dagegen gesprungen, so gefühlt. Bin nicht sicher. Moment mal. Die kann man aber auch nicht nach oben und unten verschieben, ne? Du kannst weiterschieben und dann kannst du hier unten durch. Weiterschieben, dann hier runter? Weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Ah, da oben müssen wir auch, das müssen wir das gleiche machen. Musst du das oben auch mitnehmen? Ich nehm's mit. Unten durch. Jetzt mach ich's.
Ach nee, warte mal, du musst. Genau. Sorry. Genau. Hab ich geschlafen. Obenrum. Vielleicht? Nee, du musst das andere wieder zurückschieben. Oder einfach obenrum. Nee. Ach so, oder so. Ja, das geht natürlich auch. Komm ich nur jetzt dahin? Also du kommst auf jeden Fall durch. Ja, dann ist es doch von da. Du musst jetzt... jetzt sperrst du dich gerade ein. Nee, warte mal, da war dann doch andersrum. Miep, miep. Ja. So. Jetzt kann man das einfach da rüberziehen und dann kannst du auch rum. Ja. Liebe Rätsel, ey. Okay. Timing. Moment. Timing-Rätsel. Ne. Ach so, ne, ich muss dir das die Luft wiedergeben, oder? Wahrscheinlich, oder? Sonst komme ich nicht hoch genug. Au. Timing. Aber da oben war noch was. Ich habe gerade was eingesammelt. Hast du so unten eingesammelt? Echt? Ne, ich habe unten was eingesammelt. Was machst du denn? Willst du mich jetzt wieder in die Ketten schmeißen? Geh doch da weg. Warum hast du deinen Blindfrosch gezündet? Ich habe nur was zum Wegschubsen. Grün. Ach verdammt, da oben ist ein Dings. Wir haben doch schon alles. Ja, zum Festhalten meine ich, den habe ich nicht gesehen. Ach ja, ich auch nicht. Beziehungsweise ich habe ihn nicht gegriffen bekommen. Ich habe ihn auch nicht gegriffen, aber diesmal habe ich ihn wenigstens rechtzeitig scheiße beachtet. Nee! Oh, warum spawnt mich das denn direkt neben dem Kreissägen-Dings? Ich kann mich doch nicht festhalten, ich bin zu unfähig dafür. Au. Okay, komm, ich beende mal dieses Drama. Ich bin quasi da. Wir werden jedes Mal besser. Irgendwie. Oder so. Nicht. Das lief doch ganz gut. Wir haben doch ja alles gesammelt. Das stimmt. Aber so von der Zeit her, wir schaffen es ja nicht mehr, irgendwie schnell durchzukommen. Das wird ein Desaster werden. Ende? Ja. Befrei okay, sie! Befrei sie! Befrei sie! Befrei sie! Befrei sie! Ich kann sie nicht befreien, wenn du im Weg stehst. Du schiebst doch rüber, die andere Richtung. Achso. Er stürzt sich los, jetzt mit denen, ab. Runter, ja. Gib ihm noch ein paar Haue mit. Ach, das ist so ein Schatzjäger, ne? Was machen wir damit? Weiß ich nicht. Ah. Deckung benutzen. Ach, irgendwie. Du hast Spaß, ich sehe das schon. Bisschen? Also irgendwie... Au. Das ist, aber du mir standst aber nicht gut. Was macht man denn damit jetzt? Keine Ahnung, ich habe ihn da hochgebracht. Ich dachte mir, das bringt was. War auf der anderen Seite. Ah, nee, da ist es doch. Was? Hier ist es doch, in der Mitte. Da müsste es damals rein. Und warum? Weil er links oben offen ist. Ach, das war ein Druckknopf. Ja. Nee. Magic. Magic. Machen wieder aus und da. Hm? Achso. Braucht man das? Wahrscheinlich. Irgendwie zum Rüberspringen? Nee, wieder hier zum Schwung holen? Doch, ja, wir müssen ja unten hinkommen. Deswegen, einer muss sich da vorstellen und dann gibt es wieder Schwung und dann muss man springen. Achso. Aber so irgendwie nicht. Ja, du musst ja noch springen. Abspringen musst du noch. 3, 2, 1. Genau. Kannst sogar hochkommen. Yay! Au. Sollen wir jetzt ernsthaft auf dem Ding darüber kommen? Gibt es da keine andere Möglichkeit? Wir behaupten, wir müssen, ja. Aber jetzt ist es weg. Ah! Muss ich auch wieder von dem Essen und Ausscheißen lassen. Hab ich egal. Hast du es versucht? Hab ich total versucht. Eindeutig. Sehen. Gibt ja auch nichts Schöneres, ne? Okay, Kreissägenalarm. Da müssen... Oh Gott, nein. Da müssen wir von da oben runter. Du musst dich auf diesen Druckknopf stellen. Du oder ich, einer von uns beiden. Ja. Timing! Nein. Timing! Die Stacheln nicht gesehen.
Nein! Hey, oh, no. Lass sie erstmal wiederkommen komplett. Quatsch, das geht auch so. So knapp. So. Ach, und ich hab's sogar überlebt. Da wäre auch ein Druckknopf gewesen, der das gleiche gemacht hätte. Yeah. Oh, wo gehen die Teleporter hin? Achso. Okay. Vielleicht geht. Ja, die bringen uns alle da oben raus, oder? So, was mal ausprobieren. Nee, stimmt. Der eine hatte schon. Ja, der eine schon. War aber nicht so cool. Und jetzt? Ach so. Nee. Weiß ich nicht. Der fällt ins Wasser. Hm. Das erscheint mir nicht so sinnvoll. Doch, nimm mal mit. Aber wohin willst du denn mitnehmen? Ja, hoch, damit wir uns draufstellen können. Nee, wir kriegen die nicht da durch. Moment mal. Da ist auch ein Teleporter. Vielleicht ist einer von denen doch richtig. Der vorderste. Hm. Oder wir stellen uns zu. Oh, jetzt bin ich hier drüben. Oder wir stellen uns zu zweit da drauf. Ups. Ja, um. Ja, wir tauschen mal wieder. Sehr gut. Oder wir stellen uns zu zweit hier drauf, dass hier einer rüberspringt. Darüber. Meinst du, das schaffen wir? Ja, ich bin jetzt alleine schon fast rübergekommen. Okay. So, jetzt warte ich noch kurz, bis die alle wieder weg ist. Ach komm. So, müsste. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dich darüber krieg. Ja, das bringt. Keine Ahnung. Was ist mit dem Teleporter da? Aber ich weiß nicht, wo ich den Teleporter aktiviere. Hm, mach auch so einfach. Nicht so. Ich komme einfach tot zu dir rüber. Aua. Nein! Darfst du dir nochmal überlegen? Oh, das ist fies. Ich würde sagen, wo kommen denn die ganzen Frösche her? Die sind nicht von mir. Jetzt. Wie machen wir denn das jetzt? Achso, wir können das blockieren hier. Wir können eh nicht drunter durch. Nervt es zumindest nicht mehr. Hier müssen wir rüber. Ist da unten nicht noch irgendwas, das doch prädestiniert dafür, dass da noch was ist? Ja. Nee, irgendwie nicht, ne? Ja, das hier ist es. Mhm. Autsch. Wow. Wir müssen die Katze wegkriegen. Oh no! Und aufpassen, dass wir nicht wieder aus Versehen ins Ziel springen. Ja. Au! Die Bombe. Well then. Nein! Ich war's nicht. Ich war's, sorry. Ich glaube, die falsche Waffe hierfür kriegt das nicht da durch. Ach komm. Mm. Sorry. Oh, letztes Mal war ich's ja immer. Stimmt. Aber ich wollte mich doch weiterhin über dich lustig machen. Ich hab mal ein B wegen dir. Und wir haben sogar nur zwei nicht gekriegt. Ja, war halt noch dort einiges und den Wolknall haben wir auch nicht gekriegt. Ja. Wow. Oh, wir sind fast drüber geflogen. Okay, wir sollten vielleicht auch mal wieder versuchen, weiter zu spielen. Ah. So habe ich das eben aus Versehen gelöst. Oh, ich bin noch nicht weit genug gesprungen. Warum kann man, wir können doch auch einfach so hier hoch. Aber das bringt uns nichts. Okay, sehe ich ein. Wir müssen über die Dinger sogar drüber. Vielleicht mit Anlauf und dann nochmal werfen? Es bringt doch nichts nochmal werfen, aber ich kann. Wenn man dann die Geschwindigkeit hat? Kann ich trotzdem werfen, wenn du es gerne möchtest. Komm. Ja, genau so. Du machst doch gar keinen Unterschied. Das Werfen hätte auch ohne Anlauf funktioniert. Aber nicht so weit. Ja, sind wir gleich weit. Nein. So, du kannst übrigens da oben auch einen Weg frei machen jetzt. Ich zeig's. Lass uns noch mal werfen und wir müssen jetzt eh noch mal runter. Warum müssen wir jetzt eh noch mal runter? Weil wir von unten ran müssen. Wirf mich noch mal ohne Anlauf. Halt, ich stand hier. Siehst du, da komme ich nämlich auch nicht rein. Du hast vorhin Doppelsprung gemacht. Das war jetzt Fake News. Okay, warte.
Warte, jetzt mal mit richtigen News. Nein, jetzt ohne die Luftdings. Ja, bist du? Ja, okay. Kommst bis hast dahin. Recht. Jetzt immer gleich. Was ist denn dann dieser blöde Luftdings da? Vielleicht damit es alleine, wenn du im Singleplayer spielst oder so. Und sie haben es vergessen wegzumachen oder was? Wo brauche ich das hier? Nein! Oh mein Gott, goodness gracious! Was machst du denn? Überleg, wofür ich das brauche. Ich habe noch nicht herausgefunden, wofür ich das brauche. Du immer deine Begleiter cuben. Companion Cubes sind toll, ich bin eine Cube-Katze. Oh, you're so good. Give yourself a round of applause. Ach, ich muss dringend mal wieder Portal spielen. Ist einfach zu lange her. Die brauche ich auch auf jeden Fall. Ja, das sammel du mal. Ja. Brauche ich die nicht? Brauche ich die bei dir drüben? Irgendwo brauchen wir einen Druck. Ach, wir müssen hier den Stein da hochbringen. Wir müssen den Stein hier hochbauen. Brauchen aber die anderen Cubes noch. So, wir sind den Companion Cubes. Na gut. Nee, du bist zu weit. Ich hol den hier rein. Nein, warum? Da muss er hin. Na gut. Würde ich behaupten. Aber dann hier lutscht er mir doch jetzt ins Loch. Na, warte doch mal. Hör doch auf zu springen! Ich spring nicht, du drückst mich hoch. Achso, bei mir bist du gesprungen. Sehr gut. Nee. Ich hab mir nicht zu Ende gedacht. Das war jetzt nicht schlau. Hast du geschafft! Oh oh. Oh, sehr gut. Jawohl. Die Kette hab ich direkt aufgehalten. Wow. Brauchen wir das aber nicht mehr. Oh, oh, unten ist noch ein Dings. Hast du? Ja. Ist ja doch schön. Whoa, aren't your feet cold? Oh, 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 oh. Hilfe! So viele Fallen! Da kommt er wieder zurück, ne? Alles gut. One of your alles safe. Gemacht. So. Ich hab das wohl neu. Ich hab unten noch das Ding jetzt gekriegt. Ach, verdammt. Okay, hier ist auch nochmal einer. Ach, verdammt! Okay, bye! Ja. Oh, ich hab's gefunden! Hui! Nicht schlecht! Man hält sich nicht fest. Nein! Oh no. Ich war fast da! Och, das ist gemein. Klick. Okay, jetzt gehen wir rein, oder? Ja. Oh, na. Ja, wir gehen rein. Hast du gut gemacht. Total. Ist gut nach oben gekommen. Total. Pat, pat. Brave Katze. Ich bin keine Katze. Ich soll keine Katzen mehr nehmen oder sowas. Ein Hund hat besser gepasst. Oh, jetzt wird's spannend. Ja, schaffen wir bestimmt nicht. Auf Anhieb. Könnte ein bisschen knapp werden. Du darfst jetzt halt nicht wieder auf mich einboxen. Was? Warum wirft es den blöden Frosch nicht weg? Weil du es verdient hast. So. Bin gleich oben. Na gut. Der Frosch fällt sogar runter. Get the best time to win. Get the worst time to lose. Okay, fulminanter Start. Oh, verdammt. Festhalten und so. Ja. Kannst rüber springen, kannst rüber springen, kannst rüber springen. Ups. Dann ist er noch im Weg. Na, man darf nicht springen. Ja. Das ist der Clou. Auch wenn man es gerne würde. Oh, verdammt. Na, da warst du was zu festhalten. Nein! Pass auf, da oben sind auch wieder Stacheln. Verdammt! Nee, das Problem. Ich will wegspringen. Och, ey.
schön wir uns aber absichtlich blöd an hier. Hast du? Ja. Den anderen? Welchen den anderen? Nächsten Checkpoint, der da auf dem Weg lag. Achtung! Ach. Boot! Oben so runter. Da komme ich nicht hin. Jetzt komme ich da hin. Wir müssen eh rausspringen. Müssen wir? In den Teleport. Tja, wo bin ich? Wieder oben. Okay, nochmal. Den Teleport brauchen wir bloß bitte. Ab ins Boot. Nee, ich glaube, wir müssen da schon raus. Ja, du musst dann da raus, aber kann nur einer das machen. Und du musst da oben rausspringen, um das Wollknäuel zu kriegen, da oben. Ach so! Oder, okay. Oder ich schub sie einfach hoch. Schieb mich. Wir haben noch 14 Sekunden, das wird doch nie! Aber man kann auch. Warum guckt man denn da nur so manchmal rein? Das ist doch totaler Schwachsinn. Okay. Geh ins Ziel! Keine Ahnung. Und du siehst. Ne. Oh mein Gott! Wieso haben wir nicht mehr Zeit bekommen gerade? Durch das Wollknäuel vielleicht, kann das sein? Dass man, wenn man Sachen findet, Zeit kriegt? Nö, nee, nur sein Wollknäuel wahrscheinlich. Okay, ja, weil das extra Zeit beansprucht. Aber wir waren gar nicht so schlecht dabei. Das ist nur das erste von drei Leveln. Psst. Von zwei. Meine Springtaste funktioniert nicht mehr. Das Gameplay, dein Gamepad kaputt gemacht oder was? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin jetzt hier festgepackt, ich komme hier nicht weg. War ich so gut dabei? Vielleicht wenn ich sterbe, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das tatsächlich in meinem Controller liegt. Ja, also du bist schon gesprungen und bist immer noch in der Luft und kannst erst wieder doppelt springen, wenn du auf dem Boden warst. Nicht dein Ernst. Und das ist jetzt ein. Also wer hat sich denn das ausgedacht? Verdammt. Bist du jetzt gestorben? Dann bring mich mal bitte um. Ah, oder so, danke. Ja, jetzt habe ich das gleiche Problem. Weil ich unter dir war. Ich kann aber nicht zurück. Warte, ich bring mich mal um. Du musst dich irgendwie selbst Moment mal, da ging's doch. Aha. Yes, den ging's. Na gut, das schaffen wir im Leben nicht. Die Runde. Ja, ich habe schon alles eingesammelt. Ja, aber das Wollknäuel noch nicht. Der braucht das Wollknäuel. Wir? Schieb mich! Komm schon! Gut, wir sind zumindest ein bisschen besser dran als letztes Mal. Okay, ich hab's. Mhm. Geh ins Ziel! Hurry up, gotta move. Bist du schon drin? Nee, ich bin gestorben. Ich komm hier nicht hoch! Oh nein! Nein! So, jetzt aber wirklich. Das waren vielleicht 2 Sekunden. Ja, das waren die 20 Sekunden festbacken. Ja, dafür kann ich jetzt nun wirklich nichts. Brauchen sie alle. Oh, verdammt, ich habe das Boot vielleicht an die falsche Stelle getan. Uncool. Oh, das ist zu voreilig.
das. So kommen wir doch. Ne? Ach. Gibt's auch noch extra Hütte. Da kommen wir doch nie mehr ran. Ach, natürlich, stimmt. So, was machst du da oben? Ich gehe schon mal vor. Ja. Da unten sind die Hüte, gell? Ach so, die habe ich nicht gesehen. Die goldenen. Ich wollte jetzt nicht das mit dem goldenen Hut da machen. Nee, ist okay. Aber jetzt ruhig schon vorgehen können. Du musst nicht auf mir, warte. Nein! Der goldene Hut ist auf dem Ziel. Jawohl! Haben wir geschafft! Ja! Da war sogar ein Flow dabei im Level eigentlich. Oh Gott. Geht er direkt weiter, ohne Pause. Scheiße. Blöden Dinger da oben. Dich beschützt. Okay, ich hab zumindest den Ding schon mal geholt. Wie ich einfach manchmal total die Übersicht verliere, wo ich bin. Wo geht das hier weiter? Aua! Ach, oben in der Mitte ist ein Teleporter. Frage. Oh, ich sehe es, okay. Ach, verdammt! Nein! Das ist doch ein schlechter Scherz. Oh, das ist aber auch echt bitter. Wie soll das gehen? Ist da nicht noch irgendein Trick? Auf jeden Fall nicht runterschubsen, wenn jemand über dir steht. Ich weiß nicht, wofür das da ist. Oh no! Ja, ich hab auch gedacht, dass es irgendwie sehr offensichtlich, aber. Es geht so. Du kommst runter, wenn du einfach nach rechts drückst. Ah, okay. Und dann jetzt einfach nach links drücken. Wahrscheinlich. Sorry. Autsch. Okay. Wir müssen irgendwie da hoch. Ich kann hier nicht. Kann, nee, geht nicht. Okay, dann hier hin. Okay, da unten ist das Wollknoll. Okay, das Wollknoll haben wir. Au. Und da unten ist ein Drückknopf. Du kannst hoch. Oder auch nicht. Wie komme ich denn da dran? Ja, wahrscheinlich muss ich noch irgendwas drücken. Einer muss wahrscheinlich drücken und der andere muss rüber. Ah, okay, ja, das klingt irgendwie wahrscheinlich logisch. Irgendwie. Nee, auch nicht. Passiert doch nichts. Ich geh mal näher ran. Hilft nichts. Nee. Haben wir irgendeinen Knopf vergessen? Sind wir doof? Haben wir irgendwas zum Tragen? Nee, auch nicht, ne? Wenn ich das gesehen hätte. Ich verstehe das Level nicht. Ich auch gerade nicht. Irgendwas müssen wir mal übersehen haben. Offensichtliche. Gut, der Anfang, den können wir ja schon mal machen, ohne nachzudenken. Vielleicht ein bisschen mehr nachdenken als ich gerade. Okay. Nein! Komplett durchgefallen. Okay. Ich habe nur noch vielleicht den Verdacht. Muss einer oben bleiben. Meinst du, du musst dort bleiben, wo du jetzt bist? Ja, das war jetzt meine Vermutung. Ich bleib mal da. Aber die machen auch nichts. Dein Knopf hat links, macht keinen Unterschied. Null. Ich kann bloß. Der vielleicht macht nur oben. Machen wir erstmal das Wollknäuel, weil das müssen wir eh machen. Ja, würde ich gerne. Ja, jetzt wird's gehabt. Ja, Schreck. Da geht's aber auch nicht weiter, aber da ist. In der Wolke ist ein Druckknopf drin. Ja, das ist wahrscheinlich der Druckknopf, den wir betätigen müssen, aber wie? Ist denn nicht irgendwo was man noch mitnehmen kann? Unter dem Druckknopf passiert nichts, ne? Wenn ich die da warte mal, hier, guck mal. Ach komm.
verarsche. Du musst wahrscheinlich drauf und dann weiter. Ach, und der eine muss wahrscheinlich auf den anderen. Warte, den einen nicht mitnehmen. Warum? Der eine muss wahrscheinlich auf den einen Druckknopf und der andere auf den anderen. Aber gut, ja, zur Not können wir ja auch den einen. Kann ich mich ja auch hier draufstellen und. Okay. Ne? Weil jetzt komme ich nämlich. Doch, ich komme mit hoch. Aber vielleicht brauchen wir dann später nochmal den anderen Druckknopf. Behalten wir das mal im Auge. Was ist denn das hier? Okay, zumindest haben wir jetzt schon mal alle. Aber wir schauen es wieder nicht. Da müssen wir nämlich uns gegenseitig irgendwie stützen. Nee, aber ich meine, wir sind jetzt hier bei einer Minute angekommen. Ja, und wir haben vielleicht nach 30 Sekunden erst geblickt, dass da rechts die Wässer sind. Also ich meine. Versuch Nummer 3. Diesmal richtig wieder. Ja, aller guten Dinge sind 3. Guck mal, wie wir hier losgelegt haben, beide gleich. Außer, dass ich jetzt gepatzt habe. Vielleicht zweimal. Ja, verdammt. Dreimal. Viermal. Autsch. Müssen wir nicht erst mitzählen, wie oft du stirbst. Vergas! Das ist aber auch hier fies. Das war's nicht. War's denn das da was? Ja. Dann mach du das. Ich versuch die Dings zu kriegen. Das Wollknoll. Ich glaube tatsächlich, dass einer davon für das Wollknäuel ist, damit man den Laser blocken kann eigentlich. Das kann natürlich sein, ne? Und so aber vorhin auch ohne Block hingekriegt. Schack. So, auf geht's. Geht auch ohne Block, aber war halt einfacher mit Block. So, wir haben eine Minute mehr. Ja, sag ich doch. Vielleicht da oben nochmal ran? Ich denke, du musst auf mich springen, um weiter zu springen. Oh, verdammt. Ja, oder so. Du bist nur zu früh darüber gesprungen. Was soll ich da mal hin und her hüpfen? Du springst auf mich. Kann ich versuchen, aber. Scheiße. Ach komm schon. Ist aber auch echt schwer. Oder wir müssen den Block halt doch mitnehmen. Ach, wir können nicht tragen, ne? Wir können nicht dieses Ding ins Tor tragen. Nee. Oh my goodness gracious! Ich kann dann halt nicht mehr springen irgendwie. Nein, sie blockt mich. Ich hab vorhin schon mal das Ding da drüben geholt. Wie kommst du denn überhaupt? No, don't die. Ja, aber ich komme nicht weiter genug. Ich denke, du musst auf mich springen. Vielleicht doch mit werfen. Vielleicht kann ich dich auch werfen. Wo willst du mich denn hinwerfen? Keine Ahnung. Das ist echt knifflig. Ich meine, ich mag das ja, aber trotzdem. Nein, ach, das ist Eis! Nein! Okay. So. Mag das Eis nicht. Kein Ding. Mist. Machst du das und ich warte hier schon mal? In der Theorie wollte ich das tun, ja. In der Praxis wird es gerade ein bisschen schwierig. Nicht helfen soll, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir zu zweit da rumbolzen können. Das macht irgendwie keinen Sinn. Mach weiter! Ja. Bleib einfach stehen oben. Ich wollte nicht stehen bleiben. Wenn du mich gegen den Dings wirfst, gegen dieses Feuerteil, habe ich noch meine 2 Sprünge übrig. Ja. Nee. Oder vielleicht einfach direkt dran von unten?
Du hast doch wieder einen Doppelsprung genommen. Ja. Aber ohne Doppelsprung geht's vielleicht dann. Muss ich dann auf mich stellen. Das muss man probieren. Wie werfe ich dich denn nach oben? XO nach oben. Nipp. Und wir kommen zumindest weiter als vorher. Ich denke immer noch, wir müssen das hier benutzen. Ach, Moment mal. Na, wir müssen von der anderen Seite hier dran springen, an den Glibberblock, denke ich. Ach so, du meinst da drüber? Ich komme ja nicht mal so gut wie in die Mitte, wie du das machst. Jawohl! Jawohl, super. Also, du bist nicht bei mir. Nee, ich bring mich gerade mal um. Wenn man sterben will, klappt's nicht, oder was? Geschafft! So. Jawohl! Oh, ein bisschen knapp. Mietzig hat glatt gewonnen. Bei mir ist gleich. Miau, ich bin zwei Balken über dir bei mir. Echt? Ja. Nee, bei mir bist du auf der gleichen Höhe. Es ist nur, um dir ein schönes Gefühl zu geben. Now it goes without saying, but cats really don't like to be ignored. And my oh my, the staff is really upset now. The lack of proper leadership has really twisted their fanny cheeks. Hard! Where's the appreciation? Where's the sparkly monies at? Oh yeah, good one, bro. And as you continue to conjure magic to distract the masses, your efforts seem in vain, as your constant struggle to save Hattie and your friends has only created grander spectacles with harder obstacles to overcome. How's that for a double-edged sword? Sharp, right? And the audience loves it. The applause is deafening. The sandpapery kisses are plentiful and tickly, and they always want more. More! Bigger! Harder! That's what she's... I mean, this place is turning into quite the impressive palace of horror now. I mean, you're gonna be up to your throat in cats and lasers like pew, 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 and spiky things like shing, 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 and bombs and explosions like bang, 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 bang. So I'd stay on my toes if I were you, bang, because it's gonna be a massacre. A fun house of death, except twice, no, three times as deadly. And to ice this little predicament cake of yours, the staff is sick of Hattie's bullshit. Nonsense! They're sick of him! Look how upset they are! Gaze in horror at the disorderly disorder! Meow! Meow! See? Aren't you scared? You should be! Bang! Crash! Crash! Bang! Nah! Kinda hard to do it justice with these little thingies, but trust me, it's terrible! Everyone's naked and rioting and pooping on the floor and clawing the expensive curtains! Come on, guys, they're expensive! Everything's going up in a horrifying blaze of chaos! Plus, the picnic was cancelled and I've kinda got a little headache coming on and it just never ends! But go forth and give it your all! I won't believe you fought and died for nothing! And perhaps, when it's all over, I'll meet you in the afterlife whilst perusing the Hall of Heroes, where the brave live forever! There's also a Hall of Losers and Failures. You don't want to end up there. Trust me, it's embarrassing. Ja, damit sagen wir auf Wiedersehen zu einer von einer weiteren Folge Battleblock Theater. Die weiteren Sachen werden wir uns dann nächste Mal anschauen. Jawohl, macht's gut. Tschüss.